Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich habe mir überlegt, ich zeige euch mal wieder meine Favoriten. Ich hatte nach meinem letzten DM-Haul das Gefühl, wir haben da mal Redebedarf und ich zeige euch einfach mal, was ich in den letzten Wochen und Monaten wirklich, wirklich gerne benutzt habe. Und ich fange an mit einem Shampoo und einer Spülung. Und zwar sind die Sachen von Kevin Murphy. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Kevin Murphy Produkte, aber dieses Shampoo und diese Spülung sind einfach der Hammer. Ich muss dazu sagen, dass diese Produkte ohne Silikone sind. Ich weiß, dass viele Mädels von euch generell kein Freund von Silikonen sind und deswegen zeige ich euch die auch, weil das für mich tatsächlich die allerersten silikonfreien Produkte sind, die ich mag und die ich liebe und die ich schätze. Ich habe wirklich viele silikonfreie Produkte ausprobiert und ich habe nichts Vergleichbares gefunden und fand alle schlecht, beziehungsweise meine Haare haben sich danach einfach nicht gut angefühlt und waren irgendwie strohig und nicht glänzend und sie haben sich nicht gut kämmen lassen. Es hatte einfach nur Nachteile. Man hat davon wirklich glänzende Haare, die aber trotzdem so eine gewisse Griffigkeit und Struktur haben, eben nicht so wie es bei diesen Silikonbomben ist, wo alles einfach nur weich runterhängt, sondern man hat einfach eine Struktur im Haar. Die sind nicht so schnell platt und ich habe das Gefühl, dass sie einfach gut pflegen. Diese Teile sind für trockene Haare geeignet, wenn ihr gefärbte Haare habt zum Beispiel. Also ich kann euch die sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Probiert die mal aus, wenn ihr noch nach einer silikonfreien Pflege sucht für den Alltag, dann ja, sind die ganz toll. Ein weiterer Favorit in den letzten Wochen und Monaten ist diese Louis Widmer, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Creme. Und zwar ist das eine Augencreme. Ich habe sie aber nicht als Augencreme gekauft, sondern weil sie mir in der Apotheke empfohlen wurde als Creme gegen Narben. Ich hatte einen kleinen Zwischenfall mit meiner Katze, der blutig auf meiner Stirn geendet ist. Und seitdem habe ich hier zwei kleine Narben. Einmal hier und einmal hier an der Augenbraue. Ich bin also in die Apotheke gegangen und habe nach einem Produkt gefragt gegen Narben. Und da wurde mir diese Augencreme empfohlen. Intensiv Anti-Aging. Ich war natürlich sehr verwirrt, aber die Apothekerin hat mir gesagt, dass Apotheker und Ärzte, aber eben auch dieser Hersteller darüber Bescheid wissen, dass diese Creme eine ganz tolle Wirkung gegen Narben hat, aber der Hersteller aus irgendwelchen Lizenzgründen das eben nicht auf die Verpackung schreiben darf. Ich war sehr skeptisch, ich habe es aber trotzdem gekauft. Und ich kann euch sagen, ich habe auch schon mal eine Narbencreme benutzt und ich kann euch sagen, wenn ihr Narben habt, die noch nicht zu alt sind, das ist ganz wichtig, dann probiert unbedingt mal diese Augencreme aus, weil sie hilft wirklich, wirklich und zwar besser als eine Narbencreme, wo Narbencreme draufsteht. Benutzt diese hier. Die ist ganz, 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 ganz toll. Die Narbe wird glatter. Egal, ob es eine erhabene Narbe ist oder eine, die so ein bisschen abgeflacht ist, völlig egal. Diese Creme ist der Shit. Ansonsten benutze ich sie aber auch tatsächlich gerne als Augencreme und da kann ich sie auch sehr, sehr empfehlen. Die kommt hier in so einem Pöttchen mit so einem Spatel, was ich sehr praktisch finde. Ist sowohl gegen Narben als auch für die Augenpartie eine absolute Kaufempfehlung. Ein weiterer Favorit der letzten Wochen und Monate ist auf jeden Fall dieses W7 Banana Dreams Loose Powder. Dieses Puder ist so unfassbar toll. Es sieht ein bisschen seltsam aus, weil es tatsächlich gelb ist und die Textur irgendwie so ein bisschen dicker ist, so wie Mehl, wenn man es nicht durchgesiebt hat. Es hat eine ganz, ganz tolle und schöne Deckkraft. Ich benutze es sehr, sehr gern hier unter der Augenpartie. Die wird dadurch so ein bisschen strahlender und so ein bisschen aufgehellt. Und was das Tollste ist, das hier wirkt überhaupt nicht so schnell cakey wie die meisten anderen Puder bei mir. Das kann ich euch sehr empfehlen. Dann kommen wir zu einem Glätteisen und zwar ist das das Cloud9 Glätteisen. Ich habe es durch Friseure kennengelernt, ich kannte es vorher nicht und ich kann mich der Meinung von Friseuren nur anschließen. Dieses Glätteisen ist einfach das beste Glätteisen überhaupt auf der Welt, finde ich. Das kommt in so einem Täschchen und ich zeige euch jetzt mal den Inhalt. Das Glätteisen schaut so aus, ganz simpel und ganz schlicht. Hat hier den On-Off-Schalter und hier eine Anzeige über die Hitze, die ihr dort einstellen und regulieren könnt und eine Schutzkappe für das Glätteisen. Das Glätteisen hat so eine Keramikbeschichtung und so ganz leicht abgerundete Kanten. Damit kann man auch wundervoll Locken und Wellen in die Haare zaubern. Was ich aber hier dran einfach so außergewöhnlich finde, ist, dass es die Haare glättet. Sie sehen unfassbar glänzend aus, wie bei keinem anderen Glätteisen. So richtig gesund. Aber die Haare sind nicht dünn oder platt. Das ist nämlich immer mein Problem. Leute, die dünne Haare haben unter euch, kennen das. Wenn man die Haare geglättet hat, dann sieht die Struktur der Haare zwar toll aus, aber man hat einfach unfassbar wenig Haare auf dem Kopf. Es kommt einem so vor, als hätten die sich
sich halbiert. Und das hat man mit diesem Glätteisen einfach nicht. Sie sind glatt, die Struktur ist toll, es glänzt, aber es ist nicht platt und die Haare sind nicht weniger geworden. Also das ist ein wahnsinnig tolles Glätteisen und ich kann euch das sehr, sehr ans Herz legen. Und ich habe einfach mal überlegt, den Hagelshop zu fragen, ob ich so ein Glätteisen bekommen könnte für euch, um es euch zu verlosen. Und der Hagelshop hat ja gesagt und ich darf euch so ein Glätteisen verlosen und darüber freue ich mich wahnsinnig. Ich habe mir überlegt, dass ihr mir, um an dieser Verlosung teilzunehmen, in den Kommentaren hier auf Instagram, da werde ich ein Foto posten oder auf Snapchat oder per E-Mail unter einer E-Mail-Adresse, die ich euch in der Infobox verlinke oder auch auf Facebook, schreibt, warum ihr gerade dieses Glätteisen braucht. Also warum seid ihr prädestiniert dafür? Habt ihr vielleicht irgendein spezielles Haarproblem? Schreibt mir eure Geschichte, schreibt mir, warum dieses Glätteisen euer Leben bereichern würde. Ich freue mich wahnsinnig auf eure Beiträge. Alle weiteren Infos zur Teilnahme an diesem Gewinnspiel schreibe ich euch in die Infobox, da könnt ihr das nachlesen und ich drücke jetzt schon mal allen ganz fest die Daumen. Und seid so gut und schreibt auch mal Danke an den Hagelshop in die Kommentare, das würde mich sehr, sehr freuen. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal beim Hagelshop vorbeizuschauen. Da findet ihr wirklich tolle Produkte. Und ich möchte mich in diesem Zuge auch nochmal ganz recht herzlich beim Hagelshop bedanken, dass ich dieses tolle Glätteisen verlosen darf und dass ihr so tolle Produkte auf eurer Seite habt. Ein weiterer Favorit der letzten Wochen und Monate sind diese Anti-Falten-Augenpads Q10 von Balea. Ich benutze sie nicht, weil ich jetzt voll die Falten hätte, aber tatsächlich ist es so, dass das so Pads sind, die kommen in solchen Tütchen, die legt man sich hier so unters Auge drunter und da kleben die dann fest. Und diese Pads mildern total toll Augenringe, das lässt man einfach 20 Minuten hier ruhen und nimmt es dann ab und danach sieht diese Augenpartie hier unten einfach viel frischer aus. Bei mir ist sie auch aufgehellter und irgendwie straffer und wacher und mein Gesicht sieht einfach wacher aus. Ich kann die euch sehr, sehr, sehr ans Herz legen, falls ihr die noch nicht ausprobiert habt, dann solltet ihr das auf jeden Fall mal machen. Ein absoluter Favorit schon seit langer Zeit ist von Vichy das Dermablend Make-up in der Farbe 15 Opal. Dieses Make-up, darüber werde ich euch auch noch eine Make-up-Routine drehen. Das ist einfach der absolute Wahnsinn. Das ist eins der wenigen Make-ups, von denen ich keine Pickel bekomme. Es deckt wunderbar ab, sieht aber dabei nicht maskenartig aus. Es setzt sich bei mir nicht ab, es wird nicht trocken. Es ist einfach großartig. Ich liebe, 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 liebe dieses Make-up. Ich werde da aber nochmal genauer drauf eingehen in einer Make-up-Routine. Da dürft ihr gespannt sein. Ich will nichts anderes mehr benutzen. Ein absoluter Favorit und ich habe schon wieder alle Backups, die ich hatte, aufgebraucht. Deswegen zeige ich euch eine leere Tüte. Sind diese Balea Aqua Tuchmasken mit Algenextrakt. Die sind für feuchtigkeitsarme Haut und ich habe sehr feuchtigkeitsarme Haut. Und diese Dinger sind so, so unfassbar gut. Das ist überhaupt nicht schmantig und eklig wie eine Creme, die irgendwie so fettig auf der Haut rumliegt, sondern das ist ganz leicht. Es fühlt sich einfach feuchtigkeitsversorgt an, aber nicht im Sinne von, ich habe eine klatschige Creme im Gesicht. Ich kriege davon absolut keinen Hautausschlag, keine Pickel, was bei mir ein Wunder ist, weil meine Haut wirklich sehr empfindlich reagiert. Und meine Haut ist danach wirklich ganz toll genährt und sieht sehr belebt und frisch aus. Die sind auch sehr, sehr günstig, wie gesagt, von Balea. Und ja, wenn ihr die noch nicht kennt, dann ist das ein absoluter Kauftipp, gerade jetzt für den Sommer. Und mein letzter Favorit ist das Revita Lash Wimpernserum. Ich habe es mir wieder gekauft. Es ist einfach das beste Wimpernserum. Das stelle ich auch jetzt wieder fest. Es gibt viele Wimpernserien, die funktionieren. Das stimmt schon. Aber ich habe das Gefühl, dass dieses hier besonders schnell funktioniert. Also es einfach nicht besonders lange dauert, bis ich einen Effekt sehe. Ich benutze es jetzt seit 2 Wochen und sehe schon wieder einen Effekt bei meinen Wimpern. Die waren nämlich eine Zeit lang nicht mehr feierlich und deswegen habe ich mich entschieden, es wieder zu benutzen. Das ist jetzt auch, glaube ich, mein 5. Mal, dass ich das benutze. Das kann ich immer wieder nur weiterempfehlen. Das ist ganz, ganz toll. Wenn ihr da mal einen Preisvergleich macht, werdet ihr auch immer recht günstige Angebote finden. Da müsst ihr aber gut drauf achten, wie viel Inhalt denn in dem Fläschchen ist. Da gibt es einfach große Unterschiede und im Preis auch. Ihr könnt mir aber auch gerne mal sagen, ob ihr Wimpernserum benutzt und welches euer Liebstes ist. Vielleicht gibt es ja sogar eine ganz, ganz günstige Alternative. Das würde mich mal sehr, sehr interessieren, ob ihr da vielleicht einen Tipp für mich und für die anderen Zuschauer und Mitleser habt. Was benutzt ihr für Wimpernserum? Gibt es günstige Wimpernserien, die tatsächlich funktionieren und ähnlich lange Wimpern machen wie dieses Zeug hier? Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht, bei meinem Gewinnspiel mitzumachen. Alle Informationen dazu findet ihr nochmal in der Infobox. Ihr könnt auch
gerne mal beim Hagelshop vorbeischauen. Die freuen sich bestimmt auch sehr, sehr darüber. Sagt mir doch bitte mal, was sind eure Favoriten in der letzten Zeit? Was sind unverzichtbare Produkte, die ihr immer wieder benutzt und die sich einfach zu Lieblingen gemausert haben in eurer Kosmetiktasche? Das würde mich sehr, sehr interessieren, wenn ihr mir das mal sagen könntet. Kennt ihr einige der Produkte, die ich euch gezeigt habe und wie findet ihr sie? Auch das würde mich freuen zu lesen. Ja, und ich wünsche euch einen wundervollen Tag. Ich drücke euch ganz, 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 ganz fest die Daumen bei meinem Gewinnspiel. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video.